Nach dem spanischen Paso Doble jetzt wieder zur englischen Fuchsjagd, oder wie es auf Englisch im Original heißt, der Fox Hunting. Und dem Fox, genau gesagt dem Slow Fox, jagen jetzt nach Katie und der Christoph. Ja, dann überlegen wir mal ganz genau, welches Getränk könnte denn zu so einem englischen Slow Fox passen? Wahrscheinlich eine gediegene Tasse Tee. Und da muss ich jetzt mit Katie noch was abklären. Es sind zwar Minzblätter drin, aber deshalb ist ein Mojito noch lange kein Tee. Und Alkohol ist auch keine Lösung. Heute hast du so richtig die Sau rausgelassen und du hast alles geshaked, was es zu shaken gab. Und das einzig Negative ist, dass du so eine hohe Latte hier gemacht hast, dass du das immer wieder halten musst und vielleicht noch toppen solltest. Aber ich glaube an dich, das schaffst du. Ja, Thema in der Jurywertung letzte Woche war ja unter anderem diese hohe Latte, die ich mir irgendwo auch sicher selbst lege, also das stimmt schon. Und ich wollte eben jetzt wirklich für dieses erste Slow Fox Training am Sonntag mal ein bisschen entspannter an das Ganze herangehen. Super Tag, Herr. Und ich habe mir gedacht, gut, trinke ich halt einen Mojito. Geruchsförmlich. Wie viel Mojito hast du da getrunken, bitte? Ich war nur ein Mojito, der ist mir leider ziemlich eingefallen. Mama mia, hey. Komm on, konzentrier dich. Nein, ich schau dir ja eh zu. Wo bist du denn jetzt? Eigentlich hättest du einen Alkohol brauchen. Jetzt steckt. Boah, die fühlt sich ja, die fühlt sich schwungvoll an. Ich trinke nie wieder Alkohol. Panel 9 tanzt einen Slow Fox. Hier sind Katie Zimmermann und Christoph Sandner. Rein publikumstechnisch. So, Mikrofon. Und dann fragen wir mal die Claudia. Kannst du dich an deinen Slow Fox eigentlich auch noch erinnern? Ja, leider. Ich habe ihn bis heute nicht kapiert. Es tut mir leid, es ist ein unlogischer Tanz. Aber logisch ist bei uns gar nichts mehr. Ich habe gehört, von allen Profis, die sagen, Logik. Ich finde, dass bei den anderen Tänzen habe ich irgendwie eine Logik erkannt. Ja, der Andi sitzt vis-à-vis, lächelt in sich hinein. Der Andi Keins, er weiß wirklich, wie ich gelitten habe. Aber es stimmt so. Weil es ist dieses Slow, Quick, Quick, also langsam, schnell, schnell. Aber es ist alles gleich schnell. Ja, und drauf langsam. Und runter. Also. Es ist so unheimlich. Es ist verwirrend, aber hat sie es gut gemeistert? Ja, natürlich, wirklich. Also, du hast alles, was eine Tänzerin braucht. Ja? Du liebst das Rampenlicht, du schaust gut aus, hast eine perfekte Figur, hast eine unglaubliche Ausstrahlung, tanzt unglaublich gut.
Danke. Die einzige Schwierigkeit ist, du musst dich jedes Mal selber toppen, aber ich bin überzeugt davon, das wirst du meistern. Da gibt es noch so viele Lücken. Ja, ich bin überzeugt, das wird für dich keine Dankeschön. Schwierigkeit. Und ich glaube... Wenn die Katie sagt, da gibt es noch so viele Lücken, dann drehen wir uns zu einem Mann, der diese Lücken auch findet. Hannes Nettmann. Ja, ich möchte es gar nicht mehr hören. Wenn ich 2 Wertungen vergeben könnte, wäre für den Profi kein 10er dabei. Rhythmusschwierigkeiten, hier genau vor mir, die arme Katie. Die macht das mit, weil sie synchron mittanzt, aber diese Rhythmusschwierigkeiten waren nicht schön. Um jetzt auf die gnädige Frau zu kommen. Der verklärte Blick. Du hast nur das es war gesehen. Ruhig, die Linie im Oberkörper, die ist noch nicht okay. Fußtechnisch war es gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, es ist sicher steigerungsfähig. Aber nächste Woche gibt es dann wieder einen Lateintanz. Ja, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Dankeschön. Danke. Freust du dich auf Latein auch mehr? Ich habe am Anfang gedacht, ich bin eine Lateintänzerin. Das geht mir dann privat, tut man ja auch immer so. Nur beim Fortgehen, das ist sicher total einfach. Aber mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin eher die Standard-Tanzmaus, wenn überhaupt. Hauptsache Tanzmaus. Genau. Und du bist ein großer Schmachterer. Du hast dich ganz schlimm angeschmachtet. Wann diese Woche? Na jetzt beim Tanzen, also isn't she lovely, also das kam wie aus deinem Mund. Sie ist ja lovely, oder? Ja, na eh. Wonderful. Wonderful. Precious. Das sagt alles. Das alles noch extra so, weil es ja geheißen hat, wir haben gestritten die Woche. Ja. Aber wir haben es wirklich lieb. Ihr habt es euch wirklich lieb. In Definitiv. Diesem Sinne könnt ihr euch jetzt aneinander schmiegen und schmachtend nach draußen schweben. Danke sehr. Darf ich das Mikro wieder haben? Dankeschön. Ja, Fans von diesem Slowfox von Katie und Christoph, die vielleicht diese Rhythmusschwierigkeiten gar nicht so gesehen haben, sondern denen die Show einfach gefallen haben, die können anrufen. 090 10 59 09 09. Na, das passt schon. Ich frage gar nicht, auf wem es an, ich weiß es. Du hast prominente Fans? Ja, unter anderem die Maggie Entenfellner. Yeah. Schönen Gruß, wenn sie gerade zuschaut, das hat sie mir letzte Woche eröffnet. Und einen wunderschönen guten Abend auch an den Herrn Landeshauptmann Erwin Pröll. Haben wir vernommen, er hat sich geoutet, er hat sich extra sein Kopfpaket gewinnert für dich. Ja, das ist er, das ist ganz speziell. Dieses Kleid heißt ja... Wie heißt das? Das ist der Nude-Look. Ach so, ja. So ein bisschen, naja. Na, das ist nicht Nude-Look. Aber das ist nicht Nude-Look, das ist weit nackt eigentlich. Das ist Gefühl, dass du nichts anhast. Naja, ich bin schon. Wenn eine Frau sagt, ich habe nichts anzuziehen, das, dann nimmt sie einen Nude-Look. Ja, ich mag das sehr gerne. Ja, ja, und das Interessante, was man jetzt nicht so gehört hat, ist, es war ein großer Krach die Woche. Jo. Was ist denn da passiert? Du hast den Saal verlassen. Jo. Nicht den Ballsaal, sondern den Probesaal. Warum? Weil der Christoph mir auf die Nerven gegangen ist. Ja, es ist so gewesen. Probier dich nicht einmal zu verteidigen. Nein, ich werde mich nicht verteidigen. Ah, das Problem aber ist sie ist wiedergekommen. Nach 10 Minuten war es wieder da. Nein, das stimmt nicht ganz. Was? 15 Minuten. Ja, warum? Ja, was jetzt? Also, der Christoph macht sehr schnell ein kleines Drama aus Dingen, wenn ich das nach 5-6 Mal nicht kann. Gut, aber dann habe ich auch noch betteln müssen, dass wir die Schritte wiederholen. Und das habe ich dann nicht mehr eingesehen, weil andere wiederholen alles 100.000 Mal. Und ich bin mir dann vorgekommen, die sagen, bitte, bitte. Und dann hat es mir halt gereicht, ich war vielleicht auch ein bisschen zickig und weg war ich. Es klingt also jetzt nicht so dramatisch. Ich habe gar nichts gemacht. Aber wir haben uns wieder lieb. Ja, wir haben uns wirklich wieder. Es ist nur das ist noch nicht vorbei. Fortsetzung folgt. Es riecht schon ein bisschen nach Lagerkoller hier. Jetzt, da habt ihr euch wieder lieb. Ja, nicht so sehr, darum ist das nicht gerecht. Die Punkte hätten wir gern. Ach so, ja. Möglichst harmonisch. Wenn es so ist, dann fangen wir an. Claudia Reiterer. 9. Hannes Nettball. 6. Thomas Schäfer-Ellmeier. 7. Und Nicole Burns-Hansen. 8.
insgesamt 30 Punkte. Super. 30 Punkte, also. Wir freuen uns sehr, danke. Nimm deinen Salat und geh.